liebe Zigarren-Aficionados, heute ein weiteres Zigarren-Review von mir. Ihr seht hier eine schöne Hoyo de Monterrey Epicure Nummer 1. Kostet nur 12,60, hat ein schönes Deckblatt, wirklich schön, schön, schön. Da freue ich mich schon drauf. Ist auch die längste Epicure, ich glaube auch die längste Hoyo allgemein mit 14,3 cm und hat ein 46er Ringmaß. Bin ich sehr gespannt und ja, riecht es leicht süßlich. Bisschen Zedernholz, aber wirklich sehr interessant und ja, machen wir sie an. So, also angezündet bekommst du eine wunderbare Cremigkeit rein, aber gleichzeitig so eine ganz dezente Schärfe, Würze. So ein bisschen was Nussiges, Zedernholz. So ganz, ganz, ganz entfernt, so ein bisschen Kaffeeröstaroma. Ja, gut, Hoyo gehört zu den ältesten in Kuba. Ich glaube auch die Hoyo de Monterrey Tabacalera, da ist die größte auch in Kuba. Und ich glaube auch keine Marke aus Kuba hat so viel mit Formaten, verschiedenen Formaten, Größen rumexperimentiert die letzten 100 Jahre wie Hoyo de Monterrey. Und hier, ja, haben wir echt schönes Zigärrelchen. Und ja, mal schauen, wo die Reise hingeht heute. Ja, wir sind jetzt bei 35 Minuten, knapp 40 Minuten, relativ geradlinig, meiner Meinung nach auch noch recht frisch. Ich kann euch kein Boxing Date nennen. Das ist eine Einzelzigarre, weil sie schon so eine gewisse Säure hat, Bitterkeit, was Grasiges. Ja. Und die Schärfe war doch relativ lange dominant. Und ja, auch Hoyo-Zigarren können etwas stärker sein für Hoyo-Verhältnisse. Die Epicure 1 und 2 sind etwas würziger unterwegs. So ein bisschen Toast kam noch jetzt so hinzu. Bisschen Nuss. Ja, Toaströsteraromen, aber ansonsten tut sich nicht besonders viel. Ja, also meiner Meinung nach muss eine kubanische Zigarre mindestens 2 Jahre alt sein. Und meiner Meinung nach so 5 Jahre ungefähr ist dann so, ja, der große Orgasmus auf der Zunge. Aber Abbrand ganz gut, Rauchvolumen gut, schmeckt. So, jetzt sind wir bei 90 Minuten. So, die Erde, das Florale am Schluss kommt noch dazu. Ansonsten schöne Toast-Röstaromen. Ja, 90 Minuten, wie gesagt. Ist eine gute Zigarre, recht geradlinig. Du hast am Anfang diese Creme. Als Ausgleich dieses leicht würzig-scharfe, ganz dezent. Dann so ein bisschen was Nussiges und dann eben ziemlich lang anhalten die Creme. Und dann am Schluss ein Hauchleder, Zedernholz und eben Erde. Hier und da vielleicht auch ein bisschen Kaffee. Aber ja, Preis-Leistung ist gut. 90 Minuten locker. 100 Minuten streben wir auf jeden Fall noch an. Und ja, ein Hauch zu geradlinig. Preis ist aber okay, deswegen ja. Ja. Nee, 3,5 von 5. Gute Zigarre, aber jetzt nichts, was mir sehr im Hinterkopf geblieben ist. Oder ja, bleiben wird, sagen wir es mal so. Aber eine solide Zigarre. Ja. Liken, kommentieren, abonnieren. Würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal.